In Russland läuft das Referendum zur Verfassungsreform. Freiwillige Helfer verteilen bunte Aufkleber, aber auch Infobroschüren, in denen die geplanten Änderungen und der Ablauf der Abstimmung erklärt werden. Wir laden die Menschen dazu ein, sich mit dem Gesetzespaket vertraut zu machen. Die ältere Generation interessiert sich am meisten. Wenn wir ihnen sagen, dass es bei den Renten eine Indexbindung geben soll, dann sagen sie, das ist eine gute Idee. Irina und Julia wollen für die Verfassungsänderung stimmen. Besonders gut finden sie den Punkt, der es Putin ermöglicht, 2024 erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren. Das ist nicht unser erstes Jahr unter Putin und alles in allem sind wir zufrieden mit seiner gesamten Haltung und seinen Handlungen. Deshalb werden wir ihn unterstützen. Im Lockdown, als es schwierig war, bekamen Familien mit Kindern finanzielle Hilfen. Jewgeni ist Rentner. Er hält die Wahl für einen schlechten Witz und findet, Putin müsse gehen. Die Macht muss definitiv in andere Hände. Er ist seit 20 Jahren an der Macht und nichts hat sich getan. Der Präsident ist kein Zar, lautet einer der Slogans der Gegenkampagne. Hier ist die Rede von einem Verfassungsstreich mit dem einzigen Ziel, Putin im Kreml zu belassen. Er will alle Regierungsmacht für sich. Er schafft eine klassische Autokratie, eine klassische Diktatur. Andrei Kolesnikow von der Denkfabrik Carnegie Moscow Center meint, die Abstimmung diene vor allem als Beweis dafür, dass die Mehrheit im Land hinter Putin stehe, obwohl seine Zustimmungswerte zuletzt gesunken sind. Aber nicht nur das. Diese Änderungen, die sich auf Gott beziehen, auf die tausendjährige russische Geschichte, die sich auf das russische Volk als staatsbildende Nation beziehen, sind persönlich wichtig für Putin. Es ist unheimlich wichtig für seinen innersten Kreis, denn diese Änderungen bilden den ideologischen Rahmen des Putinismus. Dies ist eine Werbung für eine Änderung, die die territoriale Integrität Russlands garantieren soll. Wir sehen darauf ein Bild der Krim, die zu einem Symbol für Putins Politik in Russland geworden ist. Der Kreml rechnet mit einer hohen Beteiligung und einer klaren Unterstützung.